Wir waren letztes Mal stehen geblieben bei Graphenalgorithmen. Wir hatten uns ein bisschen angeschaut, wie man Graphen gut im Rechner repräsentieren kann und waren auf eine Möglichkeit gekommen, dass man Graphen als Adjazenzmatrix darstellt und je nachdem, ob man das jetzt als gerichteten oder ungerichteten Graphen dann interpretieren möchte, kann man dann entsprechend darauf kommen, dass man mit so einer Matrix, die einfach angibt, ob zwischen zwei Knoten, die einfach von 0, 1 durchnummeriert werden, eine Kante besteht, dann kommt da eine 1 rein in die Matrix, ansonsten eine 0, dass man mit so einer Adjazenzmatrix einen Graphen relativ kompakt und elegant im Rechner repräsentieren kann. Und das Schöne ist, dass man dann mit Hilfe dieser Adjazenzmatrix auch anfangen kann, auf mathematische Art und Weise Probleme zu suchen. Und Sache, die einen interessiert, ein Problem, das man gerne lösen möchte, ist, dass man die sogenannte Erreichbarkeitsrelation damit repräsentiert. Wir erinnern uns, wir hatten gesehen, dass diese Menge an Kanten, die es gibt in einem Graphen, dass man die als Relation sehen kann. Also eine Relation, die sagt, ob eine bestimmte Kante, ob zwei Knoten zusammen stehen in Relation, wenn es halt entsprechend eine Kante gibt. Und dann konnte man anfangen, diese Matrizen zu multiplizieren, zu potenzieren. Wenn man also die Adjazenzmatrix angefangen hat zu potenzieren, dann kam man dahin, dass man damit darstellen konnte, wie viele Wege gibt es einer bestimmten Länge, nämlich der Länge der Potenz, in die ich die Adjazenzmatrix gesetzt habe, zwischen zwei Knoten. Und auf die Art und Weise kann man dahin kommen, dass man dann hinterher dahin kommt, dass man entsprechend so etwas wie Zwei-Erreichbarkeit, Drei-Erreichbarkeit-Relation definieren kann. Also man definieren kann, sind zwei Knoten miteinander erreichbar mit einem Pfad der Länge 1, 2, 3 oder k. Und dass man das Ganze dann halt ablesen kann, wenn man halt weiß, wie viele Pfade es gibt einer bestimmten Länge von einem Knoten zu einem anderen Knoten, dann kann man entsprechend auch die Frage beantworten, ist dieser Pfad, oder gibt es überhaupt einen Pfad, also sind diese beiden Knoten mit einem Pfad der Länge k voneinander erreichbar, sodass man also durch Potenzieren der Adjazenzmatrix entsprechend sowas lösen kann, wie diese Zwei-Erreichbarkeit, Drei-Erreichbarkeit, K-Erreichbarkeitsprobleme. Dementsprechend hatten wir nochmal eingeführt das Produkt zweier Matrizen und hatten den ersten naiven Algorithmus gesehen, wie man halt zwei Matrizen miteinander multiplizieren kann im Rechner, indem man einfach stur dieses Zeile mal Spalte Schema durchrechnet für die Einträge der Matrix. Genau. Und dann hatten wir halt gesehen, dass das Quadrat dieser Adjazenzmatrix uns eben entsprechend angibt, die Anzahl der Pfade der Länge 2 von einem Knoten zu einem anderen. Wenn man dann noch die Abfrage einbaut, Anzahl der Pfade größer 0, ja oder nein, kann man daraus dann entsprechend die E-Quadrat-Matrix, die E-Quadrat-Relation dann entsprechend damit darstellen. Und dann, was wir auch noch brauchen, ist die Matrizenaddition. Die Matrizenaddition ist relativ einfach. Da werden einfach bei zwei gleichdimensionalen Matrizen die einzelnen Komponenten der Matrix komponentenweise miteinander addiert. Auch als Algorithmus relativ leicht darstellbar. Man geht einfach der Reihe nach die Elemente durch der beiden Matrizen und addiert die einzelnen Elemente. Was wir jetzt aber machen wollen, wir wollen eigentlich die allgemeine Erreichbarkeitsrelation berechnen. Das heißt, wir wollen berechnen die Relation, ob ein Knoten von einem anderen Knoten aus erreichbar ist, egal welche Länge der Pfad hinterher hat. Und da die Idee ist, dass wenn man sich das halt überlegt, gut, wenn ich eine Relation habe, die mir sagt, ob ein Knoten von einem anderen mit einem Pfad der Länge 1 erreichbar ist, mit einem Pfad der Länge 2, mit einem Pfad der Länge 3, dann brauche ich diese einzelnen Relationen, die ich da habe, diese E hoch K-Relation, einfach zu vereinigen, und zwar über alle K, die es gibt, und komme dann entsprechend zu dieser allgemeinen Erreichbarkeitsrelation, bei der die Länge des Pfades, den ich brauche, um den einen Knoten von dem anderen zu erreichen, nicht mehr relevant ist. Und deswegen, das machen wir uns halt zunutze, um jetzt allgemein diese Erreichbarkeitsrelation berechnen zu können.
Wir können zumindest schon mal die Wegematrizen, also die Matrizen, die uns angeben, wie viele Pfade einer fixen Länge gibt es denn von einem Knoten zu einem anderen, die können wir berechnen. Das heißt, alles, was da innen drin steht, diese E hoch Is, jedes einzelne E hoch I können wir auch berechnen, indem wir einfach innerhalb der Wegematrix abfragen, ist der Eintrag größer 0, ja oder nein. Also können wir die einzelnen Elemente benutzen, aber haben jetzt das Problem, dass wir erstmal theoretisch unendlich viele davon berechnen müssten und darüber dann die Vereinigung bilden. Also erste Problem ist, man müsste unendlich viele davon berechnen. Das ist natürlich im Rechner nicht praktisch. Das müssen wir irgendwie loswerden. Dann, ja, woher kommt die Matrix für die Relation E hoch I? Wie schon gesagt, das kann man einfach machen mit Hilfe der Wegematrizen. Und dann braucht man so noch diese zusätzliche Abfrage, die sagt, ist die Anzahl der Pfade größer 0 oder nicht? Und die Frage ist, was machen wir mit der Vereinigung? Auf welche Matrizenoperation können wir diese Vereinigung denn abbilden, damit wir das Ganze schön mathematisch rechnen können? Also, Beseitigung der unendlichen Vereinigung. Die Grundidee dahinter ist, wenn man sich das überlegt, wenn ich einen endlichen Graphen habe und irgendein Knoten von irgendeinem anderen Knoten aus erreichbar ist, dann muss der Pfad endlich sein. Dann gibt es irgendwie einen endlichen Pfad. Und die Idee ist jetzt, dass man sich überlegen kann, naja, wir können ja eigentlich die Länge der Pfade, die es maximal gibt, also die maximale Pfadlänge, um von einem Knoten zum anderen Knoten zu kommen, die können wir anhand der Größe des Graphen nach oben hin relativ genau abschätzen. Also angenommen, wir haben so einen Graphen, der hat nur n Knoten, endlich viele Knoten. Und jetzt gibt es einen Pfad, der führt von einem Knoten I0 zu einem Knoten IK. Von einem Knoten I zu einem Knoten J. Das heißt, der erste Knoten I0 im Pfad ist dementsprechend I und der letzte Knoten im Pfad, der Knoten IK, ist dann entsprechend J. Sollte es jetzt so sein, dass dieser Pfad derart ist, dass es mehr als oder mindestens N plus 1 Knoten in diesem Pfad gibt, wenn also das K größer gleich N ist, dann muss es da drin irgendwo einen Zyklus geben, weil es gibt nur N Knoten. Wenn ich jetzt also N plus 1 Knoten in diesem Pfad habe, dann muss ich irgendwie einen Knoten doppelt benutzt haben. Und dann gibt es da drin also irgendwo einen Zyklus und diesen Zyklus von irgendeinem Knoten I irgendwas zu einem anderen Knoten I irgendwas, den kann ich einfach weglassen und bekomme dann halt entsprechend einen kürzeren Pfad, der ebenfalls von I nach J geht. Und jetzt gehe ich einfach durch diesen Pfad so lange durch, bis ich keine Zyklen mehr habe. Also wenn immer ich irgendwo einen Zyklus habe, dann wird halt der Zyklus rausgeschnitten und das wieder iteriere ich so lange, bis ich keine Zyklen mehr habe. Und dementsprechend bekomme ich dann einen Pfad der Länge kleiner gleich N minus 1. Hier nochmal zur Erinnerung, die Pfadlänge zählt die Anzahl der Kanten, die ich durchlaufe, nicht die Anzahl der Knoten. Deswegen müssen wir hier ein bisschen aufpassen. Also der Pfad der Länge kleiner gleich n minus 1, der hat halt gerade, wenn wir aufpassen, n plus 1 Knoten auf diesem Pfad. Weil der erste und der letzte Knoten müssen immer gleich sein. Es gibt insgesamt n Knoten, also ist sozusagen der längste zyklenfreie Pfad, den ich gehen kann, der von einem Knoten N zu einem anderen, zum gleichen Knoten wieder rauskommt, der also einen einzigen großen Zyklus sozusagen bildet, hat der entsprechend die Länge N minus 1. Das heißt also, die Unendlichkeit können wir problemlos loswerden. Wenn wir einen Graphen haben mit N Knoten, dann brauche ich dann diese Vereinigung nicht mehr über das Unendliche bilden, sondern einfach nur noch über alle Zahlen 0 bis N minus 1 entsprechend. Das heißt also, das Unendlichzeichen sind wir schon mal losgeworden. Das macht die Sache schon mal berechenbarer. Andersrum, das, was wir uns gerade überlegt haben, kann man auch andersrum formulieren. Man kann auch sagen, dass wenn wir längere Pfade mit in diese Relation mit hinzunehmen, dann tut das nicht weh. Dann kommt immer noch dieselbe Relation dabei heraus. Das heißt, dass diese Erreichbarkeitsrelation, ihr Sternchen, berechnet werden kann durch die Vereinigung aller dieser N-Längenerreichbarkeitsrelationen E hoch I für, solange ich das aus dem ZK nehme, also von 0 bis mindestens N minus 1 gehe. Und wenn ich von 0 bis N gehe oder von 0 bis N plus 10 oder 0 bis N plus 100,
dann schadet das nichts, dann kommt immer wieder noch die gleiche Relation dabei heraus. Klingt trivial, ist an sich auch trivial und leicht einleuchtend, kommt aber hinterher, wenn man das Ganze möglichst schnell berechnen wollen, doch nochmal zu tragen und ist von Nutzen. Also, wenn wir jetzt also uns das, was wir bisher überlegt haben, zusammennehmen, dann können wir relativ leicht anfangen, jetzt diese Erreichbarkeitsmatrix zu berechnen, indem wir mithilfe dieser Wegematrizen arbeiten. Also angenommen, wir haben einen gerichteten Graph G, der definiert sei durch seine Adjazenzmatrix A. Dann gilt, dass die Einträge dieser Potenzen dieser Adjazenzmatrix, dieser A hoch Ks, wenn ich mir den i-ten j-ten Eintrag anschaue, dann ist das eben gerade die Anzahl der Pfade der Länge k, die von i nach j führen. Das Ganze kann man leicht durch vollständige Induktions beschreiben. Im Prinzip der Induktionsschritt ist letztendlich so ähnlich, wie wir das damals gemacht haben für den Fall der Länge 2, wo wir uns angeguckt haben, die 2-Wege-Matrix. Und im Prinzip, man verlängert letztendlich bei jedem Induktionsschritt einfach die Pfade, die man bisher hat, nochmal um eine zusätzliche Kante, sofern sie denn in der Adjazenzmatrix gegeben ist. Um jetzt von dieser Wegematrix, von dieser A hoch K-Matrix zur eigentlichen E hoch K-Erreichbarkeitsrelation zu kommen, hatte ich schon gesagt, muss man diese Abfrage machen, ist das jetzt größer 0 oder nicht. Und wenn man das Ganze mathematisch machen will, hat man die sogenannte Signumfunktion zur Hand. Die Signumfunktion findet man manchmal leicht unterschiedlich definiert. Hier für unsere Zwecke tut diese Definition relativ gut, indem man sagt, das Signum einer beliebigen reellen Zahl x, das sei 1, falls x echt positiv ist, echt größer 0, das sei minus 1, falls x echt kleiner 0 ist und ansonsten setzen wir den Wert auf 0. Manchmal finden Sie in der Literatur auch Definitionen, wo man keine richtige Funktion hat, die manche sagen halt an der Stelle 0 sei halt Signum undefiniert und es gibt auch Definitionen, die zum Beispiel das 0 dann dem Positiven, dem 1 zuschlagen. Aber für unsere Zwecke ist es wichtig, dass wir gerade für 0 eben was anderes angeben können und da hier eben diesen Wert 0. Und das Ganze, wenn ich das auf eine Matrix anwende, dann mache ich das gerade eben komponentenweise. Da gehe ich eben jetzt die einzelnen Komponenten der Matrix durch und wende diese Signumfunktion auf den Eintrag in der Matrix an. Und letztendlich, das macht genau das, was wir wollen. Das sagt, wenn der Wert, der Eintrag da drin größer 0 ist, dann soll er bitte schön auf 1 gesetzt werden und wenn er 0 ist, dann soll er bitte auf 0 gesetzt werden. Und bei den Wegematrizen, da wir keine Pfade mit negativer Länge haben, wird es uns halt auch nie passieren, dass wir in diesen A hoch K-Matrizen irgendwo negative Einträge finden werden. Dementsprechend kann man jetzt als Korollar sagen, dass wenn wir jetzt einen gerichteten Graphen haben und wir uns diese Potenzen der Adjazenzmatrix A hoch K für irgendeine natürliche Zahl anschauen, dann ist eben gerade Signum von A hoch K dementsprechend dieser Relation E hoch K, dass also da 1 drin steht, wenn es mit k, einem Pfad der Länge k erreichbar ist, die beiden Knoten, der eine von dem anderen, oder 0, falls das eben nicht der Fall ist. Das heißt, wir können jetzt also hier auch durch einfache mathematische Operationen, Multiplikation und Signumfunktionen, können wir jetzt jedes einzelne e hoch k berechnen. Wir haben die Unendlichkeit losgeworden. Wir wissen, wie wir das E hoch K berechnen. Das Einzige, was jetzt noch übrig bleibt, ist, sich zu überlegen, was bedeutet denn der Vereinigungsoperator? Und dieser Vereinigungsoperator, den kann man jetzt realisieren, erstmal einfach durch eine Matrixaddition. Aber eine reine Matrixaddition reicht nicht aus, wenn ich, sagen wir mal, zum Beispiel E hoch 1 und hier hoch 2 miteinander addiere, kommt dann schon automatisch die Vereinigung aus E hoch 1 und E hoch 2 raus? Nein, weil, was fehlt noch? Fehlt noch eine Sache. Ich habe E hoch 0, E hoch 1 und E hoch 2 habe ich auf die Art und Weise berechnet. Jetzt will ich vereinigen und addiere die Matrizen. Was fehlt noch?
Genau, also man könnte es durch zwei Wege erreichen. Das heißt, was steht in, kann in E hoch 0, E hoch 1, E hoch 2 drinstehen? Genau, also es kann drinstehen, da stand irgendeine Zahl Größe 1 drinstehen, weil man halt mehrere Pfade haben könnte. Also man kann entweder einen Pfad der Länge 1, also es kann 1 erreichbar sein, 2 erreichbar, 0 erreichbar. Und wenn ich jetzt noch mal ein letztes Mal die Signum-Funktion anwende, dann habe ich tatsächlich diese Vereinigung so durchgeführt, dass am Ende auch wieder eine Erreichbarkeitsrelation rauskommt. Das heißt, die Idee ist jetzt, dass ich Folgendes mache. Wenn ich diese Relation habe, dann addiere ich einfach diese beiden Matrizen und führe noch ein letztes Mal die Signumsfunktion darauf zu. Oder anders ausgedrückt, wenn ich jetzt hier zwei Relationen habe, die durch die Matrizen A und A Sternchen miteinander definiert sind, dann kann ich das für ganz allgemeine Relationen machen und dann insbesondere auch für die Erreichbarkeitsrelation. Wenn ich dann also die beiden Relationen R und R' vereinige, dann bedeutet das, dass N und I und J sind aus dieser Vereinigung dieser beiden Relationen. Dann muss I, J in der Vereinigung der Relation R oder im Sinne von und oder in der Relation R Sternchen sein. Und wenn ich das halt mit Matrizen repräsentiere, dann ist also der Eintrag AIJ1 oder der Eintrag AIJ-1. Dementsprechend, wenn ich die beiden zusammen addiere, dann ist der Eintrag entsprechend größer 1. Und das, dadurch, dass die Matrizenaddition eine komponentenweise Addition ist, ist es also auch so, dass in der Addition der Matrizen entsprechend der Eintrag größer gleich 1 ist. Und wenn ich dann das Signum darauf anwende, ist das entsprechend gleich 1. Und das geht sowohl in die eine Richtung als auch in die andere Richtung. Das sind alles äquivalente Umformungen, die ich da vornehme. Das heißt, wenn ich also zwei Relationen durch Matrizen A und A-Sternchen oder A-Strich repräsentiere, wenn ich die vereinigen will, addiere ich die beiden Matrizen und wende entsprechend nochmal die Signumsfunktion drauf an. Und daraus kann man dann halt entsprechend das, was wir uns jetzt schon überlegt haben, relativ leicht ableiten, dass ich diese Relation E Sternchen dadurch repräsentieren kann, indem ich einfach die Potenzen der Adjazenzmatrizen aufaddiere und dann einmal ein Signum drauf berechne. Was ich mir da spare, ist, dass ich sozusagen das Signum nicht immer nach jeder einzelnen Addition berechne, um immer solche E's zu bekommen, sondern dann entsprechend nur einmal ganz am Ende das Signum mache. Ja? Die Signum. Genau, dann kann ich nicht auf die Ursprungsmatrix zurück. Also wenn ich eine Erreichbarkeit gegeben habe, also ich weiß, die Vereinigung von E0, E1, E2 hat an der Stelle 3, 5 den Eintrag 1, dann weiß ich nicht mehr, wo das herkommt. Dann weiß ich nicht mehr, war das ein Pfad der Länge 0, ein Pfad der Länge 1, ein Pfad der Länge 2, der da vorhanden war, oder eine beliebige Kombination aus Pfaden der Länge 0, 1 oder 2, das kann ich nicht mehr machen. Also zurückrechnen geht nicht mehr, das ist, geht durch die Signumsfunktion, bleibt das nicht mehr erhalten. Die Signumsfunktion ist dementsprechend einfach auch nicht invertierbar. Also es gibt kein Inverses der Signumsfunktion. Gut, das hier dann, dass die Vereinigung entsprechend dieser E-Matrizen dadurch repräsentiert wird, dass ich das Signum mache, hatte ich jetzt gerade, dass ich das Signum auf der Summe der Signumsanwendungen auf die Potenzen der Adjazenzmatrix habe, ist letztendlich diese Verallgemeinerung des allgemeinen Falles, wenn ich zwei Relationen miteinander vereinige. Und diese innere Anwendung des Signums darf natürlich entsprechend fehlen. Es reicht, wenn ich einmal ganz am Ende den Signum anwende, weil diese Summen der Potenzen der Adjazenzmatrix mir dann entsprechend angibt, wie viele Pfade gibt es denn von Länge 0 bis Länge k, um von I nach J gelangen zu können. Und damit kann ich also jetzt mit einem relativ einfachen Algorithmus die Wegematrix berechnen. Und ganz wichtig hierbei ist die Überschrift. Die Überschrift lautet einfachster Algorithmus. Wirklich aller einfachster Algorithmus. Weil jeder, der diesen Algorithmus liest, den sollte es an ihrer Stelle schon einmal schütteln und sagen, das macht man doch so nicht. Also die Idee ist, Wegematrix wird halt initialisiert als Nullmatrix
Und dann gehe ich halt von 0 bis n minus 1 und berechne immer die a hoch i's entsprechend aus in dieser Matrix M, initialisiere also mit i, und dann gehe ich da bis einschließlich mit der Identitätsmatrix und gehe dann einschließlich bis zur Potenz i durch und multipliziere immer m bis mal a. Und dann ganz am Ende, und dann muss ich halt entsprechend die aufsummieren, immer das a hoch i wird dann auf das w drauf addiert. Und dann ganz am Ende, wenn ich dann die Summe über die a hoch 0 bis a hoch n minus 1 gebildet habe, dann wende ich einmal die Signumsfunktion an. Jetzt kann man sich da ein bisschen Schleifeninvarianten überlegen. Es ist offensichtlich so, dass nach dieser ganz inneren Schleife direkt danach diese Matrix M entsprechend immer a hoch i enthält und dementsprechend dann nach der Addition von m auf das bisherige w drauf, dann enthält w halt entsprechend immer diese Summe von 0 bis i über die a hoch k's entsprechend. Und dann nach Anwendung der Signumsfunktion, nachdem ich die komplette Summe gebildet habe, habe ich halt mit w die Wegematrix gebildet, die mir halt diese Erreichbarkeitsrelation repräsentiert. Jetzt sieht natürlich jeder sofort, dass ich da sehr, sehr viel Arbeit doppelt mache. Wenn ich diese a hoch i's berechne, wenn ich a hoch 1 berechne, gut, brauche ich nur einmal a und die Identität multiplizieren. Wenn ich dann aber schon a hoch 2 berechne, fange ich wieder von vorne an. Ich nehme die Identitätsmatrix, einmal a drauf multipliziert, nochmal a drauf multipliziert, kommt a Quadrat. Dann geht die Schleife, die große Schleife in die nächste Iteration. Und ich muss a hoch 3 ausrechnen und fange schon wieder von vorne an und mache i mal a mal a mal a. Das wird natürlich kein Mensch machen, weil a Quadrat hatte ich ja schon mal berechnet. Wenn ich jetzt a hoch 3 berechnen will, brauche ich ja nur noch einmal a auf a Quadrat drauf zu rechnen. Und bei diesen Überlegungen, das hatten wir schon ein bisschen gesehen auf dem einen Übungsblatt, als es darum ging, diese Summe über so ein Array zu bilden, mit diesen Überlegungen kommen wir jetzt langsam in das Gebiet herein, dass wir uns ein bisschen Gedanken darüber machen, wie kann ich denn beschreiben, wie rechenintensiv, wie aufwendig so ein Algorithmus ist. Und das Erste, was man bei sowas natürlich gerne macht, ist, dass man erstmal zählt, wie viele Operationen muss ich überhaupt ausführen. Und dann geht es schon los. Wie mache ich sowas? Wie aufwendig ist so ein Algorithmus? Da kann man sich einmal überlegen, naja, ich möchte allgemein ein bisschen fassen, wie aufwendig ist es, den Algorithmus niederzuschreiben oder zu verstehen. Da ist zum Beispiel vielleicht die Anzahl der Codezeilen interessantes Kriterium. Das sieht man manchmal zum Beispiel, es geistern immer irgendwie so Zahlen durch die Lande, wenn man sehen will, wie aufwendig oder kompliziert Microsoft Office oder Microsoft Windows oder der Linux-Kernel oder sonst was geworden ist, dann werden da immer so Zahlen von Trillionen von Codezeilen durch die Gegend geworfen, die ja kein Mensch mehr überblicken kann. Dann kann man sich auch überlegen, so ein Algorithmus, wie aufwendig ist der, abhängig davon, wie lange hat es denn gedauert, bis ich auf den Algorithmus gekommen bin, bis ich überhaupt dahin gekommen bin, diesen Algorithmus zu entwickeln. Was natürlich hinterher eigentlich viel interessanter ist, es ist nicht schlimm, wenn ein Algorithmus es lange dauert, den sich einmal auszudenken, dann schreibt man den in ein Buch rein und der steht zur Verfügung. Schöner wäre es natürlich hinterher, dass wenn ich den Algorithmus auf tatsächlichen Problemen ausführe, ich möglichst wenig Rechenschritte machen möchte. Das heißt also, wenn ich irgendwie den Algorithmus auf Daten anwende, wie viele Rechenoperationen werden denn ausgeführt, bis der Algorithmus abgearbeitet ist? Da ist es natürlich so, dass, je nachdem, was der Algorithmus macht, kann das durchaus sein, dass das die Anzahl der Schritte natürlich abhängig ist von der Art der Daten, die ich da reinstecke. Kann man sich leicht überlegen, bei diesem Algorithmus für die Wegematrix oder auch bei dem Algorithmus für eine Matrixmultiplikation, wenn ich zwei große Matrizen miteinander multipliziere, dann wird es länger dauern, als wenn ich zwei kleine Matrizen miteinander multipliziere. Also Anzahl, Größe der Daten, die ich reinstecke, wird wohl irgendwie da eine Rolle spielen können. Aber es ist nicht nur die Größe der Daten, sondern es kann auch durchaus sein, dass wenn ich zwei gleich große Arten von Daten reinstecke, aufgrund der inhärenten Struktur der Daten und je nachdem, was der Algorithmus macht, er mal für manche Daten gleicher Größe länger braucht und für andere Daten, die gleiche Größe haben, schneller läuft. Dann was ein bisschen was wir hier gerne vergessen bei der theoretischen Betrachtung von Algorithmen ist,
dass man natürlich manchmal auch Speicherplatz benötigt, um Daten zu verarbeiten. Und hier gehen wir häufig davon aus, dass wir halt unendlich viel Speicherplatz haben. Und wenn wir halt eine große Matrix da in dem Algorithmus haben, dann haben wir halt eine große Matrix. Nur in der Praxis kann es natürlich sein, dass wenn die Matrizen theoretisch sehr, sehr, sehr groß werden, mir plötzlich der Speicher, den ich im Rechner habe, ausgeht. Und häufig hat man auch so Tricks, dass man es schaffen kann, Rechenzeit zu verkürzen zu Kosten von Hauptspeicher. Und da muss man natürlich gucken, dass man da die Balance findet, dass man nicht zwar einen tollen Algorithmus hat, der ganz schnell in der Rechenzeit läuft, aber bei dem dann der Hauptspeicher in der Praxis nie und nimmer wird zur Verfügung stellen können oder nur für sehr, sehr viel Geld zur Verfügung stehen können. Was wir jetzt hier in diesen ersten Betrachtungen machen, ist, wir schauen uns an, wie viele arithmetische Operationen führt denn der Algorithmus durch, damit er läuft. Was wir da zum Beispiel außer Betracht lassen, was aber eigentlich auch nicht gemacht werden darf, ist, wir lassen zum Beispiel außer Betracht diese Operationen, die wir brauchen, um so eine Schleife durchzuführen. So eine Schleife, da werden ja auch eventuell Zähler erhöht, implizit, wenn ich so eine Vorschleife habe. Da werden konditionale Abfragen gemacht, da wird also geprüft, ob jetzt Schleifenende erreicht ist oder nicht. Wenn dann bei so einer While-Schleife müssen unter Umständen boolsche Ausdrücke evaluiert werden und da muss entschieden werden, jetzt wahr oder falsch, Schleife weitermachen oder nicht. Das sind so Sachen, die lassen wir so ein bisschen nonchalant jetzt erstmal unter den Tisch fallen, sondern konzentrieren uns einfach erstmal darauf, auf die Anzahl der arithmetischen Operationen, auf dieser Kernoperationen, die in dem Algorithmus durchgeführt werden. Später in Ihrem Studium, wenn Sie dann mehr Betrachtungen der Laufzeit von Algorithmen sich anschauen, wird das Ganze komplizierter und auch interessanter und es werden deutlich mehr Aspekte dann hinterher auch betrachtet. Einfaches Beispiel für so eine Matrizenoperation, wie gesagt, diese ganzen Formabfragen und Zählererhöhungen und so, das lassen wir raus. Wir gucken uns nur die eigentliche Anzahl an Additionen an. Wenn ich also zwei Matrizen miteinander addiere, zwei M mal N Matrizen, dann brauche ich da halt entsprechend M mal N Additionen. Ja, dieser Additionsbefehl wird halt m mal ausgeführt. Wenn ich quadratische Matrizen habe, der Länge n mal n, sind es dementsprechend n Quadrat Additionen, die ich da ausführen muss. Wenn ich mir jetzt diesen einfachen, naiven Algorithmus anschaue für Matrizenmultiplikation, dann habe ich da halt einmal eine Anzahl an Additionen, nämlich l mal m mal n Additionen. Mache ich ja immer Zeile mal Spalte und gehe dann entsprechend über die Zeilen entsprechend drüber. Und ich habe auch L mal M mal N Multiplikation, weil ich immer die beiden aufmultiplizierten Elemente miteinander addiere. Wenn ich jetzt quadratische Matrizen habe, kommt dabei heraus, dass ich sowas wie 2 mal N hoch 3 arithmetische Operationen habe. Wenn man da ein klein bisschen dran optimiert und ein bisschen rumprokelt, kommen wir irgendwann später dazu, kann man das mit ganz wenig Aufwand runterkriegen auf 2 mal n hoch 3 minus n Quadrat Operationen, mit denen ich jetzt quadratische Matrizen miteinander multiplizieren kann. Das sind alles keine sehr effizienten Algorithmen. Das werden Sie dann später sehen. Wir werden hier so eine kleine Variante noch durchgucken, die das Ganze schneller macht. Aber da gibt es noch viel ausgefeiltere Verfahren, die Sie dann später in den Algorithmenvorlesungen kennenlernen, mit denen man viel, viel schneller Matrizen miteinander multiplizieren kann. Und was wir hier natürlich auch sträflicherweise machen, ist, wir tun so, als wäre eine Addition genauso schnell wie eine Multiplikation. Was man sich ja leicht überlegen kann, dass das nicht sein kann. Dass also so ein Prozessor nicht in einem Takt entweder eine Addition oder eine Multiplikation durchführt. Und dass eine Multiplikation sicherlich viel, viel aufwendiger ist als eine Addition. Wenn man sich das Ganze jetzt überträgt auf diesen ganz einfachsten Fall, ganz einfachsten Algorithmus für die Wegematrix, kann man sich auch da überlegen, wie groß der Aufwand ist. Ich habe da diese zwei Schleifen, die ich durchlaufen muss. Einmal die Schleife, die von i gleich 0 bis n minus 1 geht. Und in dieser Schleife mache ich immer diese Zuweisung, dass ich der Matrix M die Identitätsmatrix zuweise. Dann mache ich da die Matrizenmultiplikation. Das hatten wir gesehen, das sind zwei quadratische Matrizen, die ich miteinander multipliziere. Das kann ich in sowas machen wie
2 mal n hoch 3 minus n Quadrat. Dann muss ich hier unten diese Addition noch durchführen. Und die führe ich halt n mal durch. Und die Addition dieser n-Matrix, n mal n großen Matrix, geht halt in n-Quadrat-Operationen. Und dann muss ich ganz am Ende noch einmal das Signum, die Signumsfunktion durchführen. Und um die Signumsfunktion durchführen zu können, muss ich halt über diese n-Quadrat vielen Einträge durchgehen und die Entscheidung treffen, ob es jetzt größer 0 ist oder nicht. Und wenn ich das Ganze halt entsprechend ausmultipliziere, habe ich sowas wie einen Aufwand wie n hoch 5, dann minus 3 halbe n hoch 4 plus 3 halbe n hoch 3 plus n Quadrat. Und wenn man sich das überlegt, n hoch 5, das ist eine Funktion, wenn ich mir die anschaue in der Größe der Matrizen, die wächst halt relativ schnell. Die wird relativ schnell groß. Das ist natürlich unschön. Aber wir hatten ja schon gesehen, dieser ganz einfachste Algorithmus ist nicht nur der ganz einfachste Algorithmus, das ist auch der dümmstmögliche Algorithmus. Und man kann jetzt hier an der Stelle schön ein einfaches Prinzip sehen. Und das ist dieses Prinzip des Wiederverwendens von Zwischenergebnissen. Dieser einfachste Algorithmus ist ja deshalb so dämlich, weil der jedes Mal wieder von vorne anfängt, wenn der dieses a hoch i berechnen soll. Anstatt dass er einfach sagt, naja, a hoch i plus 1 ist offensichtlich a hoch i mal a, fängt er, wenn er a hoch i plus 1 berechnen soll, wieder vorne bei h hoch 0 an und multipliziert alles wieder auf. Sieht man an der Stelle halt sehr einfach, dass das natürlich Unsinn ist und Blödsinn ist, sondern dass man da mit Zwischenergebnissen arbeiten kann. Das ist ein Prinzip, das man hinterher noch an ganz vielen Stellen wiederfinden wird, aber in deutlich komplizierterer Form. Und das Ganze hat dann auch einen schönen Namen. Das Ganze nennt man dann dynamische Programmierung. Wenn man also allgemein nicht nur wie hier in so einem Billigfall ganz offensichtlich Zwischenergebnisse wiederverwenden kann, sondern wenn man sich halt durch mathematische Überlegungen, durch Umformungen der Funktionen, die man berechnet, dahin kommen kann, dass man irgendwie auf geschickte Art und Weise da was rauskitzeln kann, dass man irgendwo Zwischenergebnisse wiederverwendet, kann man dann über geschicktes Abspeichern dieser Zwischenergebnisse entsprechend dazu kommen, dass man da Rechenzeit einspart. Aber auch hier an dieser Stelle sieht man schon, dass wenn man das nicht geschickt macht, man unter Umständen in das Problem reinläuft, dass man Speicherplatz gegen Rechenzeit tauscht. Ich meine, die einfachste Art und Weise, das jetzt zu machen, wäre zu sagen, na gut, dann speichere ich mir, wenn ich jetzt einmal a hoch i berechnet habe, dann speichere ich mir das irgendwo an irgendeiner Stelle zwischen und verwende es dann nachher in der nächsten Schleifeniteration wieder. Jetzt haben wir hier das Glück, dass wir dieses alte a hoch i, das wir mal einmal berechnet haben, das brauchen wir später nicht mehr. Das können wir überschreiben, deswegen brauchen wir hier keinen zusätzlichen Speicheraufwand. Später, wenn man anfängt, Zwischenergebnisse wieder zu verwenden, kann das durchaus sein, dass man dann ein Zwischenergebnis hat, das man irgendwann an späterer Stelle verwenden will und das man aber da stehen lassen muss, weil es für irgendwas anderes noch gebraucht wird. Und da muss man dann halt aufpassen, dass man sich möglichst effizient überlegt, wann ist sozusagen der frühestmögliche Zeitpunkt, dass ich dieses Zwischenergebnis, das ich habe, auch wirklich überschreiben kann. Weil ansonsten habe ich halt, wenn ich sehr viele Zwischenergebnisse produziere, unter Umständen das Problem, dass ich auch sehr viel Speicher brauche, um die Zwischenergebnisse zu speichern. Gut, hier an der Stelle ist das halt nicht so schlimm. Da können wir einfach diese eine innere Schleife dadurch auflösen, dass wir dieses a hoch i immer dadurch berechnen, dass wir einfach entsprechend immer wieder ein a in jeder Schleifeniteration drauf multiplizieren. Und das hat natürlich jetzt den Charme, dass dieser Faktor n hoch 5, der fällt weg. Statt n hoch 5 plus irgendwas Operationen habe ich jetzt nur noch sowas wie 2 mal n hoch 4 plus n Quadrat Operationen. Und das ist halt schon schön, weil n hoch 4, kann man sich leicht vorstellen, wächst halt deutlich langsamer nn als n hoch 5 das tut. Das heißt also, hier habe ich durch einen relativ simplen, primitiven Trick einmal kurz ein bisschen aufgepasst, sehr deutlich meine Rechenzeit reduziert. Geht aber noch deutlich schneller. Und da fängt es jetzt schon an, ein bisschen fummelig zu werden. Das ist jetzt etwas, das sieht man nicht sofort auf den ersten Blick. Da muss man schon ein bisschen mit der Nase drauf gestoßen werden oder da muss man ein bisschen Erfahrung haben und mal schauen, wie andere Leute Algorithmen beschleunigt haben. Oder man muss halt ein Genie sein, wie die Leute, die halt diese Sachen dann hinterher erfinden.
Wir hatten ja gesagt, dass bei dieser Vereinigungsbildung längere Pfade nicht schaden. Wenn ich halt die Vereinigung nicht nur bis n-1 mache, sondern von mir aus auch bis n+1, n+10, kommt immer noch die gleiche Erreichbarkeitsrelation rauf. Dann ist natürlich die Frage, ja, was soll das denn? Wenn ich jetzt noch mehr Sachen da reinnehme, das ist ja doof. Da habe ich ja plötzlich noch mehr Additionen und muss ich noch mehr Matrizenmultiplikation berechnen. Wie soll mir das denn in aller Welt helfen, wenn ich nicht bis n-1 die Vereinigung bilde, sondern vielleicht bis ein größeres n oder bis ein größeres k? Wie soll mir das denn bitte schön helfen, Rechenzeit zu sparen? Und da kommt jetzt halt sowas rein, dass man halt sich überlegen kann, naja, wenn ich Matrizen multipliziere, wenn ich sowas wie a hoch 5 ausrechne, dann ist das a hoch 0 mal a hoch 1 mal a hoch 2 mal a hoch 3 mal a hoch 4 mal a hoch 5. Das ist schwierig auszurechnen. Aber wenn ich zum Beispiel sowas wie a hoch 4 ausrechnen wollte, naja, a hoch 4 ist a Quadrat mal a Quadrat. Dann muss ich also einmal a mal a ausrechnen und dann muss ich a mal a einmal mit sich selber multiplizieren. Dann habe ich drei Matrizenmultiplikationen, um a hoch 4 auszurechnen. Wenn ich a hoch 4 naiv ausrechne, dann habe ich a hoch 0 mal a hoch 1 mal a hoch 2 mal a hoch 3 mal a hoch 4. Habe ich sowas wie vier Matrizenmultiplikationen. Das heißt also, wenn ich so Potenzen da ausnutze, dass ich zum Beispiel Sachen auch quadrieren kann, dann kann ich nicht für beliebige a hoch k, aber für bestimmte a hoch k das Ganze eventuell schneller berechnen. Und hier nehmen wir halt uns mal Zweierpotenzen her und wählen jetzt statt n-1, suchen wir uns jetzt das k raus, das die nächste Zweierpotenz ist, die nach n kommt. Also das k raus, sodass es ein m gibt, sodass 2 hoch m größer gleich n ist. Wenn n eine Zweierpotenz ist, ist alles gut. Wenn n keine Zweierpotenz ist, müssen wir halt gucken, was ist die nächstgrößere Zweierpotenz, die nach dem m kommt. Oder anders ausgedrückt, wenn ich das m wissen möchte und das aus dem n ableiten will, dann nehme ich einfach den Logarithmus von n, den Logarithmus Durales von n, habe ich eine reelle Zahl, brauche aber ganze Zahlen für diese Potenziererei, also runde ich das Ganze dann entsprechend noch auf die nächste ganze Zahl. Und jetzt brauche ich halt irgendwie eine geschickte Matrix F, so dass das W, die Wegematrix, gleich sein soll diesem F hoch 2 hoch m. Also dass ich das F in halt immer wieder quadriere, komme dann bei diesem F hoch 2 hoch m an und dann soll das F entsprechend so gewählt sein, dass am Ende diese Wegematrix rauskommt. Wenn ich das, so ein F finde, dann brauche ich dann entsprechend nur noch Logarithmus 2n Matrix Multiplikationen, wo ich früher ganz, ganz viele Matrix-Multiplikationen, also N-Matrix-Multiplikationen gebraucht habe. Das heißt also, aus N-Matrix-Multiplikationen werden plötzlich nur noch Logarithmus viele Matrix-Multiplikationen und das ist halt deutlich, deutlich weniger. Muss man sich halt jetzt noch überlegen, wie denn bitteschön das F aussehen muss, damit, wenn ich das F immer weiter mit sich quadriere, und zwar dann M mal das Quadrat von F quadriere, dass ich dann auch hinterher wirklich bei dieser Wegematrix rauskomme. Und da kann man einfach das so machen, dass ich jetzt mir die Matrix F so nehme, dass sie die Relation R repräsentiert, die ich halt bekomme, wenn ich E hoch 0 mit E hoch 1 vereinige. Also Identität mit E vereinigt. Oder als Matrix ausgedrückt Signum von E hoch 0 plus E hoch 1. Wenn ich das habe und ich jetzt anfange zu quadrieren, dann kann ich einen kleinen Trick ausrechnen. Ich brauche ja nicht R hoch F, sondern ich will ja mal Quadrate quadrieren. Ich brauche also das Quadrat von R hoch F. Das bedeutet, dass ich jetzt Relationen hintereinander ausführe. Ich habe also jetzt F, das ist E hoch 0 vereinigt mit E hoch 1 und führe dahinter nochmal wieder das gleiche F aus, also wieder E hoch 0 hinter E hoch 1. Da kann man sich jetzt überlegen, wenn man das ein bisschen rumrechnet und die Gesetze anwendet, die wir für das hintereinander
Ausführen und Vereinigen von Relationen haben, dass man das auch darstellen kann als E hoch 0 vereinigt E hoch 1, vereinigt E hoch 1, vereinigt E hoch 2 und E hoch 1 vereinigt E hoch 1 ist gerade wieder E hoch 1, sodass also das Quadrat dieser Funktion, dieser Relation f gerade E hoch 0 vereinigt E hoch 1 vereinigt E hoch 2 ist. Wenn ich das Ganze dann nicht quadriere, sondern noch mal quadriere, dann R hoch 4 mache, habe ich also R Quadrat f ins Quadrat, dann kommt dabei heraus, dass es eben E hoch 0 vereinigt E hoch 1 vereinigt E hoch 2 vereinigt E hoch 3 vereinigt E hoch 4 ist. Und dann kann ich durch relativ einfache Induktion halt zeigen, dass wenn ich das für alle m mache, m so der Art, dass es halt dieses Logarithmus 2 von n aufgerundet ist, dass ich dann dahin komme, dass dieses R hoch 2 hoch m gerade die Vereinigung von i gleich 0 bis 2 hoch m über diese e hoch i's ist. Das heißt also, das Quadrieren, das wiederholte Quadrieren dieser Matrix liefert mir halt das Gewünschte und liefert mir am Ende halt die Erreichbarkeitsrelation. So, wie viele Operationen brauchen wir jetzt noch? Erster Trick, oder was heißt nicht Trick, erster Hinweis: Leute vergessen das hin und wieder, dass wenn ich jetzt an so einem Algorithmus rumdoktere, dass ich ja nicht nur die Anzahl der Matrixmultiplikationen reduziert habe, ich habe ja auch noch andere Operationen eingefügt. Und da muss ich halt aufpassen, dass diese anderen Operationen nicht plötzlich so aufwendig sind, dass sie mir die ganzen Gewinne zunichte machen. Insbesondere hier muss ich ja gerade den Logarithmus Duales von n berechnen und das Ganze aufrunden. Das benötigt aber höchstens genauso viele Operationen. Das benötigt höchstens log 2n Operationen. Meine, im billigsten Fall probiere ich halt von 0 angehend so lange die Operationen durch, bis ich halt die Zahl gefunden habe, die, wenn ich sie quadriere, halt entsprechend dann größer ist. Gut, das heißt also, ich habe diesen log 2n aufgerundet, Anzahl an Operationen Aufwand, der jetzt hinzukommt, aber dafür reduziert sich die Anzahl der Matrixmultiplikationen. Und wenn ich mir also jetzt diesen Algorithmus niederschreibe, ich initialisiere mir meine F-Matrix, ich gucke, wie häufig sie quadrieren muss und quadriere sie dann entsprechend m-mal, dann habe ich dafür, haben wir jetzt dafür halt diesen Aufwand n-Quadrat für oben diese Matrix-Addition, Identität plus die Adjazenzmatrix aufaddiert, um f zu initialisieren. Ich brauche diese log 2n aufgerundet Operation, um m auszurechnen. Und dann gehe ich halt m mal, also log 2n mal durch diese Schleife durch und mache diese Matrixmultiplikation, die ich halt mit 2n hoch 3 minus n Quadrat Schritten durchführen kann und muss ganz zum Schluss nochmal die Signumfunktion ausrechnen. Das ist dieses plus n Quadrat. Das kann ich jetzt nochmal entsprechend ausmultiplizieren und komme dann hinterher dahin, dass jetzt die höchste Potenz, die ich jetzt noch habe, nicht mehr n hoch 4 ist, sondern dass das n hoch 3 ist, mal 2, mal noch einen kleinen konstanten Faktor drauf, aber nur mal n hoch 3 plus noch irgendwelche Faktoren, die niedrigere Potenzen sind. Und das ist, wenn ich halt das n nur groß genug wähle, auf alle Fälle immer besser und schneller, als wenn ich 2 mal n hoch 4 Operationen ausführen muss und will. Und hier merkt man schon, dadurch, dass das nur noch so mit den Pünktchen der Waage gehalten ist, also mich interessiert nur noch dieses n hoch 3 und wie viele n-Operationen ich ausführen muss oder n-Quadrat-Operationen oder wie viele konstante Operationen, das interessiert mich schon gar nicht mehr. Das führt uns dahin, dass wenn man jetzt so die Laufzeit von Algorithmen bewerten will, man mehr darüber nachdenken möchte, was passiert denn, wenn ich sehr große bis hin zu beliebig große Daten da rein tue. Also wie kann ich die Laufzeit von einem Algorithmus abschätzen in der Abhängigkeit von der Größe der Daten? Und bei den Daten kommt es mir nicht auf die genaue Größe an, sondern sollen halt immer möglichst große Daten sein. Was passiert, wenn die Daten sehr, sehr, sehr groß werden? Und dann interessiert mich dann nur noch diese groben Abschätzungen. Was ist sozusagen der dominierende Faktor bei der Anzahl der Operationen, die ich ausführen will? Und bei solchen Summen von Potenzen, bei solchen Polynomen ist das in der Regel dann immer der höchste Faktor, der das dominiert, sobald also die Anzahl der Daten halt groß genug wird.
Und das werden wir jetzt gleich im nächsten Kapitel uns anschauen, wie man das mathematisch ein bisschen besser präzisieren kann, damit besser so Laufzeiten von Algorithmen abschätzen zu können. Gut. Was ist das Fazit, das Ganze daraus? Also der einfachste Algorithmus ist nicht notwendigerweise immer der schnellste. Selbst wenn man nur mit ganz klein wenig nachdenkt und das Auge aufmacht, kann man schon dramatisch Laufzeitbeschleunigungen erreichen. Also durch nur ganz klein, nicht noch nebenbei, was weiß ich, Computerspiel zocken beim Programmieren, sondern gerade mal kurz ein bisschen das Auge ein bisschen aufmachen, sind wir schon von n hoch 5 nach n hoch 4 gekommen. Und wenn man dann anfängt, kreativ zu sein und mal sich verrückte Ideen überlegt, irgendwas mal ausprobiert, rumprobiert, ein bisschen mit der Mathe rumspielt, auch guckt, was haben denn andere Leute schon in ähnlichen Fällen gemacht, dann sind wir plötzlich von diesem n hoch 4 runtergekommen auf das n hoch 3. Und der erste Schritt, der von n hoch 5 nach n hoch 4, das war einfach nicht als kompletter Schlafwandler durch die Gegend laufen, aber der Schritt von den n hoch 4 nach n hoch 3, das war dann schon etwas, wo man, wenn man das zum ersten Mal drauf kommen will, auf diesen Trick, auf dieses Anwenden, da muss man schon ein bisschen gewieft sein und ein bisschen ein Händchen dafür haben und ein bisschen Talent dafür besitzen, sich überlegen zu können, was kann ich denn da alles so dran rumdrehen und mit welchen mathematischen Tricks kann ich denn hinterher arbeiten, damit es schneller wird. Und da auch erstmal counterintuitive Sachen machen, dass man also nicht hier sagt, ich rechne das aus nur bis zu der kleinstmöglichen Anzahl an Vereinigungen, sondern was kann ich machen, wenn ich vielleicht mehr Vereinigungen mache, vielleicht kann ich dann zwischendrin sparen. Und dann kommen wir jetzt langsam dahin, dass man halt, wenn man so einen Algorithmus sieht, durch Draufschauen abschätzen kann, wie viele Operationen werden denn ausgeführt, wenn ich jetzt auf den Algorithmus Daten einer beliebigen, aber festen Länge n anwende. Jetzt, um mal zu zeigen, dass wir gehen mit den Zweierpotenzen und quadrieren halt die entsprechende Matrix, dass das zwar schon eine ziemliche abgefahrene Idee ist, die also uns schon deutlich die Laufzeit verbessert. Um mal zu zeigen, dass das noch nicht der Weisheitsletzter Schluss ist, sondern dass es noch abgedrehter geht. Hier an der Stelle der Algorithmus von Warshall, der so als Stand der Technik gilt bei der Berechnung dieser Wegematrix, um die Erreichbarkeitsdefinition zu machen. Wir werden jetzt nicht in der Lage sein, von n hoch 3 nach n Quadrat runterzukommen. Aber wir können trotzdem immer noch ein bisschen was an Geschwindigkeit rauspressen. Und der Algorithmus von Warshall sieht jetzt halt erstmal so aus. Da kann man drauf gucken, man kann ganz problemlos jeden einzelnen Schritt in diesem Algorithmus nachvollziehen. Wenn Ihnen irgendjemand diesen Algorithmus gibt und sagt, hier schreiben Sie mal ein Java-Programm, das das macht, ist das überhaupt kein Problem. Nur, dass dieser Algorithmus auch wirklich das macht, was wir wollen, dass nämlich dann hinterher in dem W auch wirklich die Wegematrix drin steckt, das ist jetzt erstmal relativ schwierig zu sehen. Meine, was passiert da? Naja, was da passiert ist, da wird am Anfang irgendeine Initialisierung gemacht der Wegematrix. Die Initialisierung sieht im Prinzip so aus, dass auf der Diagonalen immer 1 steht und ansonsten steht da der Wert der Adjazenzmatrix drin für alle anderen Knoten. Das macht ja noch Sinn. Wenn man sich überlegt, wenn jeder Knoten ist von sich selber aus erreichbar, okay, also muss auf der Diagonalen eine 1 stehen hinterher beim Endergebnis. Und wenn in der Adjazenzmatrix drin steht, dass der Knoten J vom Knoten I aus erreichbar ist, dann muss ja hinterher logischerweise in der Wegematrix auch da an der Stelle eine 1 stehen. Naja, und der Knoten I von J aus ist über eine Kante genau dann erreichbar, wenn halt in der Adjazenzmatrix eine 1 drin steht. Also kann ich die Werte drüber kopieren. Das ist erstmal eine Initialisierung, das ist ja schon sinnvoll. Nur danach wird es schon seltsamer. Danach habe ich dann wieder diese Schleife, dass ich von 0 bis n minus 1 gehe. Aber das mache ich dann nochmal von 0 bis n minus 1 mal. Und dann mache ich das Ganze nochmal von 0 bis n minus 1 mal. Und mache dann innen drin so eine Maximumsbildung aus dem der Zwischenmatrix, die ich gemacht habe, und dem Produkt der einzelnen Einträge von dem Zwischenergebnis, das ich bisher hatte.
Und das ist jetzt ein bisschen schwieriger einzusehen, warum das denn bitteschön sinnvoll ist. Damit man das Ganze jetzt ein bisschen leichter lesen kann, führen wir mal so einen Hilfsindex K ein. Der Hilfsindex K soll uns sozusagen diese äußere Schleife auflösen und uns sagen, dass das jetzt irgendwie die nächste Version, die nächste Iteration dieser Wegematrix war. Wir fangen an mit der Initialisierung, so einer Wegematrix, erste Iteration 0. Und dann iterieren wir halt da entsprechend bis n-1 drüber und bekommen immer wieder neue Versionen dieser Wegematrix, die basieren auf der Wegematrix, wie ich sie in der letzten Schleife berechnet habe. Und was kann man jetzt machen, um zumindest nachzuweisen, dass der Algorithmus korrekt ist? Naja, Sie haben kennengelernt die Schleifeninvariante. Wenn man jetzt es schafft, hier sich eine geschickte Schleifeninvariante zu überlegen, dann kann man zeigen, dass dieser Algorithmus korrekt ist, aber auch nur dann, wenn man zeigen kann, dass die Schleifeninvariante auch wirklich so eine Schleifenvariante ist, wie wir sie angeben. Und um das zu machen, schauen wir uns jetzt mal Folgendes an. Plus, ich nehme mir die Freiheit, aus dem Skriptum zu spicken, damit ich das Ganze hier unfallfrei auch hinbekomme. Sonst garantiere ich Ihnen nämlich, dass ich das nicht richtig hinkriege. Okay, also, damit wir das machen können, führen wir noch einen Namen ein. Wir führen den Namen ein der Zwischenknoten. Also angenommen, wir haben so einen Pfad, der von V0 nach Vm geht. Der Pfad hat die Länge m. Und dann nennen wir diese Knoten V1 bis Vm-1, die nennen wir die Zwischenknoten. Wenn ich jetzt einen Pfad habe, der Länge kleiner gleich 1, also der Länge 0 oder der Länge 1, dann habe ich keine Zwischenknoten. Und für alle anderen Pfade, die Länge größer 1 haben, habe ich halt 1 bis mehrere Zwischenknoten. Und was wir uns jetzt überlegen, ist diese Schleifeninvariante, die uns sagt, dass in dieser Karteniteration von der Wegematrix, dass der Eintrag IJ genau dann 1 ist, wenn es einen Pfad von I nach J gibt und wenn diese Zwischenknoten in diesem Pfad von I nach J, also nicht der erste Knoten, nicht der letzte Knoten, der ja erste Knoten I, letzte Knoten J, dass diese Zwischenknoten nur Indizes haben, die kleiner k sind. Also kleiner sind als die Iteration, die Nummer der Iteration, in der ich mich befinde. Das heißt also, in dieser Matrix WK, W hoch K, steht, oder W Index K, steht drin 1, wenn es einen Pfad gibt, der von I nach J geht und der erstmal nur Knoten verwendet, die von 0 bis K, von 0 bis K-1 indiziert sind. Das ist das, was das bedeutet. Jetzt kann man sich leicht überlegen, also wenn das stimmt, dann ist auch der Algorithmus korrekt. Weil wenn ich durchgehe, ganz am Ende, bekomme ich ja eben gerade die Matrix WIJ hoch, aufpassen, WIJ hoch N heraus. Das heißt also, dass ich B hoch B nth Iteration habe und da steht dann immer eine 1 drin bei IJ, wenn es einen Pfad gibt von I nach J, der Zwischenknoten hat, die jeder beliebige andere Knoten, also von Index 0 bis Index n-1 haben dürfen. Also letztendlich einen beliebigen Pfad gibt. Das heißt also, mit der Schleifeninvariante ist ganz am Ende das, was in diesem Variable W, in dieser Matrix W drinsteht, auch wirklich die Wegematrix, die wir haben wollen. Wenn man das jetzt beweisen will, dass das auch immer so ist, kann man sich ein paar kleine Überlegungen machen. Ich meine, dass W0 richtig ist, hatte ich Ihnen vorhin schon so mündlich vorgetragen. Das ist offensichtlich der Fall, dass diese Aussage für W0 steht. Wenn man jetzt das Ganze zeigen will, macht man das natürlich wieder mit vollständiger Induktion. Das heißt, man macht jetzt halt einen Schnitt von K-1 nach K. Also angenommen, dass WK-1 ist so, wie ich es hätte, ist dann das WK nach Berechnung dieses Algorithmus auch so. Sie finden den Beweis ausführlicher im Skriptum. Hier nur so die grundlegende Idee.
wir brauchen ja hier eine Genau-Dann-Wenn-Beziehung. Und damit wir das zeigen können, machen wir jetzt erstmal die Unterscheidung, dass wir den Weg gehen, wenn WK da den Einfrag 1 hat, dann folgt daraus, dass es auch entsprechend einen Pfad gibt. Und wir gehen davon aus, dass das für WK-1 der Fall ist. Wenn das jetzt also für WK-1 der Fall ist und ich jetzt nach WK gehe, dann muss ich eine Fallunterscheidung machen. Die erste Fallunterscheidung ist, dass für den Eintrag IJ bei WK-1 schon eine 1 steht. Wenn das der Fall ist, dann wird durch diese Maximumsoperation in der nächsten Iteration in dem WK auch entsprechend eine 1 stehen. Und es ist ja in Ordnung, weil es gab ja schon einen Pfad, der von I nach J geht, der nur Knoten bis K-2 indiziert hatte. Dementsprechend ist es auch klar, dass der dann auch nur Knoten hat, die bis nach K-1 indiziert sind. Da passiert also nichts. Interessant ist der Fall, was ist jetzt, wenn da nicht 0 drin steht? Dann kann man den Fall unterscheiden, dann kann es nur sein, dass da eine 1 reinkommt, wenn sowohl in dem WIK als auch in dem WKJ eine 1 drin steht. Wenn da in einem von beiden keine 1 drin steht, dann steht in WIJ eine 0 drin bei K und da hinten das Produkt von mindestens einer 0 mit irgendwas ist auch eine 0, dann kommt da auch eine 0 drin. Das heißt, damit da eine 1 überhaupt drin steht, muss sowohl WIK als auch WKJ 1 sein. Und das bedeutet, dass es also einen Pfad gibt, der halt Indizes bis K-2 hat, der von I nach K geht und dann gibt es einen Pfad, der von K nach J geht und auch nur Knoten hat mit Indizes kleiner k-1. Das heißt, ich kann also von I nach J über einen Pfad gelangen, der mir erst von I nach K geht und dann von K nach J. Und dementsprechend kommt nur noch ein Knoten mit dem Index K dazu. Und dementsprechend gilt dann also hier auch, wenn ich WK plus 1 habe, dass dann auch entsprechend da nur maximal Zwischenknoten mit Index K drin sind. Das ist die Richtung, wenn man sagt, okay, angenommen, da steht eine 1 drin, daraus folgt. Jetzt muss man natürlich auch noch die umgekehrte Richtung sich betrachten. Also angenommen, es gibt dieses, dann muss auch notwendigerweise daraus folgen, dass in diesem WIJK eine 1 drin steht. Also angenommen, wir haben so einen Pfad und wir gehen davon aus, dass der Pfad wiederholungsfrei ist. Wenn der Pfad nicht wiederholungsfrei ist, dann machen wir uns eben wiederholungsfrei. Der von I nach J geht und dessen Zwischenknoten halt alle hier, jetzt mal in der Schreibweise geblieben, maximal den Index K-1 haben. Das Ganze ist also wiederholungsfrei. Das heißt, dass I nach K-1 irgendwie führt, aber nicht K-1 als Zwischenknoten hat. Also dementsprechend nur Knoten von K-2 enthalten kann. Und das nach der Induktionsvoraussetzung bedeutet dann eben, dass ich an IK-1 eine 1 stehen habe und dass ich an K-1J entsprechend auch eine 1 stehen habe. Und dann kann ich wieder einen Pfad konstruieren, der mir von I nach J führt, und dementsprechend diese gewünschte Eigenschaft erfüllt. Das ist, wenn ich durch den Knoten K-1 als Zwischenknoten habe. Ist aber nicht garantiert. Es kann auch sein, dass ich K-1 nicht als Zwischenknoten in diesem Pfad von I nach J habe. Und wenn das der Fall ist, dann ist nach der Induktionsvoraussetzung sowieso alles entsprechend mit Indizes kleiner gleich K-2 und dementsprechend auch gemäß der Induktionsvoraussetzung schon der Eintrag WIJ an der Stelle auf 1 gesetzt. Gut. Frage ist jetzt, wir glauben jetzt mal, das Ganze ist korrekt, es rechnet das aus, was wir wollen. Wie viele Rechenschritte brauchen wir denn? Wir haben also drei ineinander geschachtelte Schleifen. Und jeweilige Rumpf wird n mal durchlaufen. Das heißt, wir haben irgendwie ungefähr n hoch 3 Operationen.
Und da wird es jetzt interessant, wenn man jetzt da sich anschaut, wir haben also n hoch 3 Operationen und diese n hoch 3 Operationen, die wir da machen, das sind eine Multiplikation und ein Maximumsvergleich. Die Multiplikation nicht von zwei Matrizen, sondern die Multiplikation von zwei Werten und dann noch ein Maximumsvergleich. Das heißt, wir haben also sowas, eher sowas wie n hoch 3, wenn wir das Maximum jetzt nochmal zählen, zweimal n hoch 3 Operationen. Wenn wir das vergleichen mit dem, was wir vorher hatten, da hatten wir hier 2 hoch n hoch 3 mal noch diesen log 2n aufgerundet Faktor davor, plus noch so ein bisschen gekröselt da hinten dran. Diesen Faktor log 2n haben wir nicht mehr. Wir brauchen, das müssen wir nicht mehr ausrechnen. Wir haben tatsächlich nur 2 mal n hoch 3 Operationen und auch das alles, was dahinter dran kommt, diese n-Quadrat-Operationen, die noch da oben drauf kommen, die brauchen wir auch nicht mehr. Das heißt, wir haben ein bisschen was eingespart. Das bisschen was, das wir einsparen, verschwindet mehr oder weniger, wenn wir die Eingabe beliebig groß werden lassen. Wir haben ja gesagt, eigentlich interessiert uns ja nur dieser dominierende Faktor. Das heißt also, das, was wir einsparen, wird im Verhältnis zur Gesamtlaufzeit immer kleiner, wenn wir die Eingabe immer größer werden lassen. Aber natürlich absolut gesehen, wenn wir die absolute genaue Anzahl an Operationen ausrechnen, die wir durchführen müssen, dann sparen wir natürlich trotzdem etwas. Und wenn die Eingabe sehr groß ist, dann kann das auch in absoluter Rechenzeit deutlich was ausmachen. Und wenn wir uns halt nur auf den Faktor n hoch 3 konzentrieren, dann ist zumindest dieses mal log 2n der Faktor verschwunden. Und wir sind dabei 2 mal n hoch 3 geblieben. Das heißt also, hier durch noch mehr Aufwand und Gehirnschmalz und ein bisschen rumprokeln, haben wir nochmal die Rechenzeit verbessert. Aber wir sind leider nicht jetzt von n hoch 3 nach n Quadrat runtergekommen, sondern wir haben jetzt nur noch so einen Faktor log 2n plus noch so ein bisschen Kleines, was da hinten dran weggenommen. Gut. Jetzt ist die Frage, wie kann man diese ganze Betrachterei von Laufzeiten und Effizienz und quantitativen Aspekten von Algorithmen ein bisschen systematischer betrachten. Und da fangen wir jetzt halt auch hier in der Vorlesung an, Ihnen da so ein bisschen das Grundgerüst zu geben. Da gibt es so gewisse Notationen, das nennt sich die O-Notation, die Omega-Notation, die Theta-Notation, die versucht, Laufzeitaspekte von Algorithmen in einer relativ theoretischen Art und Weise zu betrachten, dass man sich überlegt, wie sieht es denn so ungefähr größenordnungsmäßig aus, wenn ich sehr große Eingaben reintue. Und das machen wir halt mit der sogenannten O-Notation oder auch O-Kalkül genannt. Das ist das, was sich in der Regel durchgesetzt hat. Wenn Sie also irgendwo mal irgendwas über einen Algorithmus lesen, dass jemand einen neuen Algorithmus vorgeschlagen hat oder Ihnen sagt, hier berechnet er irgendetwas mit einem Algorithmus, und wenn da eine Laufzeitabschätzung dazukommt, wird in der Regel, werden Sie da immer sehen, dass die Laufzeit sei irgendwie sowas wie O von log n Quadrat halbe, O von n mal k mal p hoch 3 und so weiter und so fort. Das ist also etwas, das Sie immer sehen werden und das ist sozusagen die beliebteste Art und Weise, Laufzeiten anzugeben. Es ist aber nicht notwendigerweise eine unproblematische Art und Weise, sondern das ist durchaus etwas, was dann hinterher in der Praxis, wenn man wirklich sowas auf dem Rechner laufen lässt und vielleicht, keine Ahnung, Sie wollen halt einen Dienst anbieten, der halt irgendwie tolle Marketingoptimierungen macht oder der Ihnen irgendwie was tolles künstliches Intelligenzproblem löst oder auch von mir aus nur einen Spellchecker über irgendein Dokument drüber laufen lässt und Sie wollen das als Dienst anbieten, dann interessiert Sie dieses Gekrösel, diese zusätzlichen Faktoren, die Sie hinterher da drauf addieren müssen, eventuell trotzdem. Weil wenn Sie da ein bisschen was weghobeln können, kann das hinterher in absoluter Zahl und auf Millionen von Anwendungen dieses Algorithmus durchaus sehr viel Geld und sehr viel Rechenzeit und Energie und Lebenszeit Ihnen sparen. Und das ist durchaus ein sehr interessantes Anwendungsgebiet, weil man hier dann auch wieder eine Brücke schlägt zwischen der theoretischen Informatik und der praktischen Informatik. Und wenn Sie vielleicht sowas interessiert, wie kann ich also Algorithmen effizient gestalten und nicht nur effizient so auf dieser theoretischen Ebene, wie wir das machen und mit der O-Kalkül-Betrachtung, sondern auch noch diese ganzen praktischen Aspekte, die
das O-Kalkül so ein bisschen unter den Teppich kehrt und sagt, brauchen wir uns nicht so drum zu kümmern, ist so für das große ganze Bild nicht so interessant. Also wenn Sie das interessiert, diese Brücke zu schlagen, dann sollten Sie sich anschauen, das, was der Herr Sanders macht. Das ist nämlich sein Spezialgebiet. Ich weiß nicht, wer die theoretischen Grundlagen der Informatik nächstes Semester lesen wird. Das sind die Frau Wagner und der Herr Sanders, glaube ich, wechseln sich ab. Und der Herr Sanders macht hin und wieder auch Algorithmen. Aber sollten Sie dann mal dem Herrn Sanders begegnen, ist das eines seiner Spezialgebiete, sprechen Sie ihn ruhig mal drauf an. Der kann Ihnen da wirklich sehr spannende Sachen und auch sehr praxisrelevante und tolle Sachen erzählen. Das sind also Sachen, die er da macht, die zwar in den Bereich der theoretischen Informatik reinfallen und die sehr kompliziert sind, aber von den Firmen sehr gerne aufgenommen werden. Also er hat zum Beispiel sehr schöne Betrachtungen gemacht bei Graphenalgorithmen, gerade bei solchen Sachen wie Routenberechnung für Karten. Und wenn Sie sich so ein bisschen was anschauen, sowas wie Google Maps oder so, da sind durchaus Arbeiten von ihm auch, die dann für Routenplanung in entweder Google Maps oder auch in irgendwelchen anderen Routenplanern von großer Bedeutung sind, wo man also in der Lage war, plötzlich Routenberechnungen deutlich schneller durchzuführen. Als Mensch merkt man das nicht so ungefähr. Ich habe es ehrlich gesagt, glaube ich, sogar gemerkt. Also man hat gemerkt, es gab irgendwann mal so Generationen von Routenplanern. Die sind plötzlich, wenn man die nächste Generation des Routenplaners sich gekauft hat, extrem viel schneller gewesen bei der Routenberechnung. Und als Benutzer denkt man dann immer, ja, da ist halt schnellerer Prozessor drin und so weiter und so fort. Der schnelle Prozessor macht einen Faktor von 2 vielleicht aus, von einer Generation zur nächsten. Aber die Berechnung der Routen, die ist deutlich schneller als nur ein Faktor 2 geworden. Und auch bei diesen ganzen Netzdiensten. Und das sind durchaus so Sachen, da hat auch der Herr Sanders mit seinen Arbeiten dran teilgehabt, wie man da jetzt geschickt bessere, schnellere Routen berechnen kann. Was wir uns anschauen werden, ist das Ganze wieder bei der Matrixmultiplikation. Wir haben wahrscheinlich inzwischen schon gemerkt, Matrizen werden Sie relativ häufig multiplizieren müssen bei sehr vielen Anwendungen. Und wenn man das möglichst effizient machen kann, dann wird das wahrscheinlich unterm Strich sehr viel Rechenzeit und Lebenszeit sparen und werden dann uns anschauen, wie man jetzt mit zumindest schon mal einfachen Tricks die Matrixmultiplikation noch geschickter machen kann als diese naive Anwendung der einfachen Definition. Also, Zielen arithmetischer Größen in Abhängigkeit der Objekte ist eine beliebte Methode. Also ich schaue mir an, wie groß sind die Daten, die ich reinstecke, und dann versuche ich abzuschätzen, wie viele Operationen muss ich denn durchführen. Und da ist jetzt zum Beispiel bei der Addition der Matrizen, konnte man zeigen, dass man da n Quadrat Operationen bei quadratischen n mal n Matrizen durchführen müsste. Bei der Multiplikation von n mal n Matrizen kann man sowas wie 2 mal n hoch 3 minus n Quadrat machen. Bei der Berechnung der Wegematrix hatten wir ganz viele unterschiedliche Abschätzungen gesehen. N hoch 5 plus minus irgendwas, n hoch 4 plus minus irgendwas, log 2n mal n hoch 3 mal 2 und dann hinterher 2 mal n hoch 3 und so weiter und so fort. Das ist eine Idee, aber das ist nicht die einzige Idee, weil nämlich eine der Probleme dabei ist, bei diesen ganzen Beispielen ist versteckt, dass diese Berechnung, Anzahl der Operationen in Abhängigkeit von der Größe der Daten, ist in der Tat immer gleich. Wenn ich also eine Matrix reinstecke, die n mal n groß ist und ich die quadriere, brauche ich immer die gleiche Anzahl der Operationen bei diesen Algorithmen, die wir kennengelernt haben. Und zwar völlig egal, welche genauen Werte denn jetzt bitte schön in dieser Matrix da drin stehen. Das ist bei Matrixmultiplikation und Matrixaddition der Fall. Das ist aber bei anderen Algorithmen unter Umständen deutlich nicht der Fall. Da kann bei gleicher Größe der Eingabe plötzlich dramatisch unterschiedliche Laufzeiten bei reinkommen. Muss man ein bisschen im Hinterkopf behalten. Dann, wie gesagt, Speicherplatzbedarf ist wichtig, insbesondere wenn man dann noch Zwischenergebnisse speichern will. Und wenn man das Ganze irgendwie zusammenzurren will zu einem Gebiet, kommt man halt zu einem Gebiet der Komplexitätstheorie. In dem Sinne, dass man halt theoretische Betrachtungen der Komplexität von diesen Algorithmen machen will. Die Effizienz von Algorithmen ist sehr interessant und einen Algorithmus sehr effizient zu machen ist sehr interessant. Aber ein Caveat von wieder Donald Knuth, bekannter, beliebter Informatiker, der sagt, premature optimization at the root of all evil.
Mit anderen Worten, häufig, wenn Sie Algorithmen entwickeln, stehen Sie erstmal vor der Aufgabe, Sie haben irgendein Problem, das wollen Sie lösen. Sie brauchen erstmal irgendeinen Algorithmus. Und dieser Algorithmus sollte auch funktionieren und korrekt sein. Und dann wird man meistens so vorgehen, dass man erstmal einen naiven Algorithmus findet, also erstmal überhaupt froh ist, irgendeinen Algorithmus zu haben, der funktioniert. Und wenn das mal funktioniert und der das macht, was man wirklich will, dann im nächsten Schritt überlegt man sich, wie man es schneller machen kann. Und nicht gleichzeitig, wie funktioniert es und wie mache ich es möglichst effizient. Das ist meistens ein Rezept für Katastrophen, wo man dann sehr viel Zeit verschwendet, Fehler zu suchen. Weil Sie können sich vorstellen, einen Fehler in dem Warshall-Algorithmus zu finden, könnte ein bisschen komplizierter und aufwendiger sein, als einen Fehler zu finden in diesem einfachsten aller Algorithmen für die Wegematrix-Berechnung. Wie gesagt, Sie werden als Notation kennenlernen die O-Notation, Theta-Notation und Omega-Notation. Und das werden Sie ab jetzt alle Nase lang, wird Ihnen das über den Weg laufen, in Algorithmenvorlesungen, in Algorithmenbüchern. Wenn Sie irgendwas implementieren, werden Sie immer was hören von O-Notation hier und O-Notation da. Sie sollten aber auch noch wissen, dass es mehr gibt als die O-Notation und dass auch sowas wie ein Omega und ein Theta interessant sind. Die wurden versucht, auch populär zu machen. Knut, der da halt sehr viel gemacht hat in der Richtung, hat auch versucht, die zu verbreitern. Man findet sie unglücklicherweise sehr selten bei so allgemeinen Betrachtungen. Nur bei Leuten, die spezialisiert sind auf Komplexitätstheorie, die wissen, dass das durchaus auch einen Wert und einen Sinn hat. Kommen wir zurück zu dem Thema und zu dem Problem. Größe der Daten, die ich reintue, ist nicht der einzige bestimmende Faktor, wenn es um sowas wie Laufzeit geht, sondern auch Struktur der Daten ist von Bedeutung. Und das kann man schön zeigen an einem einfachen Algorithmus zum Sortieren, diesen Insertion Sort. Der Insertion Sort hat als Aufgabe, Sie kriegen rein ein Feld von Zahlen, ein Array von Zahlen und sollen das Ganze sortieren. Und die Idee dabei ist, dass man das Feld Schritt für Schritt aufbaut und man immer den nächsten Wert in das Feld reintut und dabei dafür sorgt, dass wenn man einen neuen Wert in das Feld reintut, man den an die richtige Stelle einfügt. Und jetzt haben wir nicht diese schöne Operation von, ich gucke mal, an welche Stelle muss der denn rein, damit das sortiert ist und dann schneide ich mein Feld auf, schiebe das auseinander und stecke das in die Mitte rein. Das haben wir nicht, das ist irgendwie eine aufwendige Speicherkopieroperation, sondern was man stattdessen macht, ist, dass man sowas mit zwei Zahlen vertauschen arbeitet. Zwei Zahlen in einem Feld zu vertauschen, in einem Array zu vertauschen, ist eine relativ einfache Operation. Und damit kann man sehr schön, wenn ich eine neue Zahl in ein Array einfüge, indem ich es von rechts, von oben durchtausche, so lange runterwandern lassen kann, kann man das so lange runterwandern lassen, bis es an der richtigen Stelle steht. Der Algorithmus ist einfach so entsprechend hingeschrieben. Das ist der Insertion Sort. Ich habe einen Array, von dem gehe ich aus, das sei sortiert. Ich habe ein Array, das ist nicht sortiert und will dann der Reihe nach Werte entsprechend einfügen. Und mache das in der Art und Weise, dass ich dieses Array Prinzip neu aufbaue, dass wenn ich die ersten fünf Werte eingefügt habe in das Array, diese fünf Werte sortiert sind und wenn ich dann den sechsten Wert einfüge, dann gehe ich halt von oben so lange durch und lasse ihn nach unten wandern, bis er an seiner richtigen Position steht. Also angenommen, wir sind irgendwo mittendrin in dieser Schleife des Algorithmuses. Wir sind von 0 bis 3 bereits durchgegangen und von 0 bis 3 ist dieses Array sortiert. Was ich jetzt mache, ist, dass ich sozusagen diesen Wert an der Stelle 4, die 2, neu in das Array einfüge, das dann hinterher von 0 bis nach 4 gehen soll. Und ich gucke mir dieses 2 halt an und lasse das jetzt so lange nach links runterwandern, bis es an der richtigen Stelle steht. Also 2 ist noch größer als 5, also muss es tauschen 2 und 5 die Position. 2 ist größer als 3, also tauschen 2 und 3 die Position. 2 ist aber größer als 1. Also ist 2 dann an der richtigen Stelle, muss nicht weiter runter getauscht werden. Relativ einfacher Algorithmus zum Sortieren, nicht der schnellste Algorithmus, den man machen kann, um zu sortieren. Frage, wie viel Laufzeit braucht er denn?
Laufzeit können wir ungefähr sagen, Anzahl Vergleiche, und das ist so ungefähr Anzahl der Vertauschungen, durchführen muss, und das ist letztendlich ungefähr die Anzahl, wie oft ich diese innere Schleife, diese While-Schleife durchlaufen muss. Und da ist schon klar, wie oft ich diese While-Schleife durchlaufen muss. Das ist eben nicht abhängig davon, wie groß die Anzahl der Daten sind, sondern es ist davon abhängig, wie die Anzahl der Daten auch strukturiert sind. Im Prinzip kann man schon erwarten, größeres Array wird man wahrscheinlich, muss man häufiger durchlaufen, aber auch wie häufig ich jetzt vertauschen muss, wie häufig die While-Schleife machen muss, hängt davon ab, wie das Array aufgebaut ist. Wenn das Array am Anfang schon sortiert ist, dann sitzt schon jede Zahl an seiner richtigen Stelle. Das heißt, diese While-Schleife werde ich nie ausführen. Ich werde nie eine Vertauschung machen müssen. In diese While-Schleife werde ich überhaupt nicht rein müssen. Ich werde nur einmal linear über alle Daten, über die Länge des Feldes, die ich habe, drüber gehen müssen und werde feststellen, dass ich nie werde eine Vertauschung machen muss. Wenn jetzt aber A absteigend sortiert ist und ich will es gerne aufsteigend sortiert hinschreiben, dann habe ich das Problem, dass ich jedes Mal, wenn ich das Element neu einfüge, ich das komplett bis an den Anfang des Arrays runtertauschen muss. Das heißt, wenn ich also n Sachen habe, dann muss ich von i bis n-1 i Vertauschungen durchführen. Also für das ith Element muss ich i Vertauschungen durchführen, muss das ganze n-1 mal machen. Und dann habe ich dementsprechend n mal n-1 halbe Vertauschungen, also sowas in der Größenordnung n Quadrat Vertauschungen, die ich durchführen muss. Das heißt, obwohl also beide Arrays Länge n haben, kann es einmal ratzfatz gehen in linearer Zeit und einmal kann das ganze quadratische Zeit in der Größe des Arrays brauchen. Das ist doof. Was macht man jetzt? Wie kann man jetzt schön angeben, was ist so die Laufzeit, die Komplexität dieses Algorithmuses, am besten noch in Abhängigkeit von der Größe der Eingabedaten? Man kann nicht sozusagen alle möglichen Daten, die ich eingeben kann, aufzählen und für jede mögliche Dateninstanz, die ich da reingebe, die Anzahl der Operationen angeben. Das wäre zwar schön, wenn ich das könnte, aber das ist natürlich in der Praxis völlig unpraktikabel. Also man versucht es in Abhängigkeit von der allgemeinen Problemgröße zu machen. Aber, wie gesagt, für unterschiedliche strukturierte Daten können bei diesem Insertion Cert unterschiedliche Sachen auftreten. Was kann man jetzt machen? Wir hatten uns schon einmal angeschaut, was ist der beste Fall. Also Array ist schon sortiert, muss man nicht wirklich viel machen. Kann man angeben, ist aber meistens sehr, sehr uninteressant, weil meistens es nur ganz wenige bis vielleicht auch nur einen einzigen Fall gibt, wo Algorithmen in wirklich dieser sehr schönen, schnellen Zeit durchgehen. Und die meiste Zeit habe ich eigentlich irgendwelche anderen strukturierten Daten, sodass ich viel länger als dieser beste Fall, der Best Case brauche. Durchschnitt wäre schön, ist aber häufig sehr schwer, da einen vernünftigen Durchschnitt anzugeben. Weil bei dem Durchschnitt muss ich ja irgendwie allgemein eine Aussage darüber machen können, wie viel Prozent der Daten sozusagen wie lange brauchen. Also wie viele unterschiedliche Daten gibt es, welche Daten brauchen wie lange, und unter Umständen sind ja die Daten, die ich reinkomme, auch nicht gleichmäßig verteilt. Vielleicht haben die ja irgendwie eine inhärente Wahrscheinlichkeitsverteilung, Auftretensverteilung-Wahrscheinlichkeit, sodass ich das im Prinzip auch noch schätzen und in diese Durchschnittsbildung reinbauen müsste, dass man also hinterher sowas bekommt wie eine Art Erwartungswert der Laufzeit. Und das ist in der Praxis meistens sehr, sehr schwer. Oder ich habe halt als Möglichkeit den Worst Case, den schlechtesten Fall. Und das macht man in der Regel halt in der Praxis, dass man immer Laufzeitabschätzungen macht, indem man angibt, im schlimmsten Fall, also wenn es ganz, ganz dumm läuft, braucht der Algorithmus so und so viele Schritte. Aber in der Regel meistens wird es auch besser laufen. Ohne dass man das jetzt, das wie viel besser im Durchschnitt es läuft, konkret angibt. Also, an dieser Stelle behalten Sie im Kopf, wir haben Rechenzeit, wir haben Speicherplatzbedarf. Wenn Sie jetzt angeben müssen, wie so ein Algorithmus in der Laufzeit, in der Größe der Daten läuft, geht das leider nicht immer für beliebige Daten der Größe, sondern sie haben meistens unterschiedliche Fälle. Mal geht es schneller, mal geht es langsamer. Und das, was man dann in der Regel per Konvention angibt, ist immer der schlimmste Fall, der Worst Case.
Und wenn Sie hinterher mit wirklich ausgefuchsten Algorithmen arbeiten und Sie mehr Wissen darüber haben, wie sind die Daten strukturiert, die Sie reinbekommen, wie sind die verteilt, dann gibt man manchmal auch Durchschnittswerte an. Insbesondere gibt es eine Klasse von Algorithmen, wo Sie nur mit sowas wie Durchschnittswerten arbeiten können. Das sind so Algorithmen, die mit Randomisierung arbeiten. Das hatten wir schon mal angesprochen, dass Algorithmen nicht notwendigerweise deterministisch sein müssen, sondern dass es durchaus Algorithmen auch gibt, die ein Zufallselement bei sich drin haben. Ja, so irgendwie zwischendrin mal würfeln und den Programmfluss, was als nächstes ausgeführt wird, abhängig machen von irgendwie einem Würfelwurf, von einem zufälligen Ereignis, dass wir einfach sagen, zufällig mache ich jetzt entweder das oder ich mache mal das. Und dann spätestens bei diesen Algorithmen, da wird es auch nicht mehr so ohne weiteres möglich, Worst Case anzugeben. Da kann man meistens schon einen Worst Case angeben, muss man immer sagen, okay, was wäre der dümmstmögliche Zufall, der jetzt passieren kann. Aber gerade bei solchen Algorithmen wird es dann interessant, mit sowas wie Erwartungswerten zu arbeiten. Also kommen wir zu dieser O-Notation. Also, bei der O-Notation macht man keine exakten Angaben. Also bisher haben wir mal exakt hingeschrieben, ich brauche so und so viel Operationen, also n hoch 5 plus n hoch 4 plus n hoch 3. Das will man nicht mehr machen. Man will das nicht, Faulheit stimmt nicht so ganz, man könnte es schon machen, aber es ist manchmal auch ein bisschen schwierig, direkt zu erfassen. Viel wichtiger ist, dass gerade jetzt in der theoretischen Informatik man bei diesen Betrachtungen von Algorithmen man ja nicht das für eine ganz spezielle Prozessorgeneration machen will und für eine ganz spezielle Prozessorarchitektur, sondern dass man ja, sagen wir mal, über die Zeit hinweg allgemeingültige Aussagen machen will. Und wenn man jetzt hingehen würde, dass man nicht nur sagt, wie viele Operationen brauche ich genau, sondern mit der Stoppuhr stoppt, wie lange dauert es denn wirklich, dann hat das spätestens dann, wenn der nächste Prozessor rauskommt, wenn die Taktzahl erhöht wird, hat das dann schon wieder seine Gültigkeit verloren. Und gerade bei den theoretischen Informatikern und bei den Leuten, die allgemein Algorithmen, generelle Algorithmen entwickeln, die haben auch kein Interesse daran. Bei bestimmten Sachen ist das hinterher durchaus von Interesse. Also es gibt durchaus auch ganze Fachgebiete, die spezialisieren sich darauf, auf einer für einen Wettbewerb festgelegten, genau spezifizierten Architekturen von Rechnern festzulegen, okay, machen wir den Algorithmus, der wirklich in der kürzesten Echtzeit, man nennt das dann Wall Clock Time, also man guckt auf die Uhr, die an der Wand ist und schaut, wie viel Zeit dauert es von Programmstart bis Programmende und macht mir ein Programm, das eine bestimmte Aufgabe erledigt und das in der schnellstmöglichsten Zeit auf einer bestimmten Rechnerarchitektur. Sortieraufgaben zum Beispiel sind da beliebte Sachen, dass man speziell strukturierte Daten versucht, so schnell wie möglich zu sortieren auf einer bestimmten Rechnerarchitektur. Aber auch das ist nicht unproblematisch. Sie können den Rechner genau spezifizieren, auf dem was laufen soll. Und dann lassen Sie das laufen und dann messen Sie einmal. Und dann lassen Sie es nochmal laufen und lassen die Stoppuhr ein zweites Mal mitlaufen. Und meistens wird sich ergeben, dass die Werte nicht genau gleich sind, sondern dass da eine gewisse Schwankung drin ist. Das kann alle möglichen Seiteneffekte haben, weil Ihr Programm ist ja nicht das einzige Programm, das dann läuft. Da läuft noch ein Betriebssystem und wenn jetzt gerade irgendwie das Betriebssystem der Meinung war, dass es gerade irgendwie da und da einen Call hatte oder irgendeiner hat gerade mit der Maus gewackelt oder übers Netzwerk sind irgendwelche Daten reingekommen oder zufällig war jetzt gerade irgendein anderer Prozess noch aktiv, das kann alles leichte Auswirkungen haben, die dann direkt auf die tatsächliche gemessene Laufzeit Auswirkungen haben. Das heißt also, einer der Gründe, warum man das auch nicht immer macht, ist, dass es auch gar nicht so einfach ist, das zuverlässig und korrekt und richtig zu messen. Dann, man kann nicht, ja, Unfähigkeit klingt jetzt erstmal lustig. Ein ganz großer Tipp, falls Sie ein bisschen jetzt mal später in die wissenschaftliche Karriere gehen oder auch wenn Sie Ihre Bachelorarbeit und Masterarbeit machen. Sie glauben nicht, wie viele unfähige Leute da draußen rumlaufen. Sie glauben nicht, wie viele gestandene, promovierte Wissenschaftler da draußen Evaluierungen fahren, dass wenn man mal ein bisschen genauer hinguckt, es einem die Zehennägel hochzieht. Die also wirklich nicht in der Lage sind, solche Sachen fair und objektiv zu messen. Jetzt steht hier Unfähigkeit, das ist sogar noch sehr wohlwollend ausgedrückt.
Es gibt durchaus auch Fälle, wo man statt Unfähigkeit vielleicht Absicht unterstellen kann. Aber wenn man sich halt geschickt anstellt und halt irgendeinen kleinen Aspekt aus Versehen außer Tracht gelassen hat, der es vielleicht doch nicht objektiv macht, kann man ja vielleicht noch mal ein bisschen schummeln und seinen Algorithmus schneller darstellen, als er tatsächlich läuft. Und das ist nicht nur bei Algorithmenlaufzeiten, da gibt es ja alle möglichen Sachen. Da wird gemessen, wie gut eine Zeichenkorrektur funktioniert. Da wird gemessen, wie gut eine Spracherkennung und eine maschinelle Übersetzung funktioniert. Was Sie da sehen, was Leute messen, was Sie einen Scheiß messen, ist wirklich, also deswegen, wenn Sie mal Literatur lesen hinter für Ihre Bachelor- und Masterarbeit, ist es relativ wahrscheinlich, dass Sie in diesen Literaturen irgendwelche Art von Evaluation lesen. Das können Laufzeitberechnungen sein, das können irgendwie andere Evaluationen sein. Wie gut wird ein Problem gelöst, wie schnell trainiert ein Algorithmus, all solche Sachen. Lesen Sie solche Sachen extrem kritisch. Da draußen wird sehr, sehr, sehr viel Schmu betrieben. Ich hatte erst vor kurzem einen Projektantrag zur Begutachtung. Da war jemand drin, der hatte irgendwie so ein ganz tolles neues Verfahren entwickelt für so ein Spracherkennungsproblem oder so. Und das klang in der Theorie gut, aber man sollte halt schon mal in der Praxis ausprobieren, ob das funktioniert. Mal gesagt, hat er evaluiert, funktioniert. Was hat er gemacht? Hat ein Sprachstück von 4 Sekunden genommen, hat seinen Algorithmus drüber laufen lassen, hat dann in so einem Diagramm über diese 4 Sekunden Sprache gezeigt, was dabei rausgekommen ist und hat gesagt, sieht doch gut aus. Und das war für den ernsthaft eine gute Evaluation. Weil also jetzt gerade für dieses zufällig ausgewählte Stück von 4 Sekunden Sprache gut aussieht, also nicht mal gemessen, sondern wenn ich aufs Diagramm drauf gucke, dann gefällt mir das. War für ihn eine Evaluation. Das ist ungefähr das Gleiche, als wenn ich sagen würde, Insertion Sort ist ein ganz super Algorithmus. Hier, ich stecke da dieses eine Array rein, ist natürlich gerade zufälligerweise sortiert, aber kann ich ja auch nichts für. Da stecke ich da rein und dann läuft das in linearer Laufzeit. Gibt keinen besseren Sortieralgorithmus als Insertion Sort. Das ist genau die gleiche Argumentation. Bei Insertion Sort sehen Sie das sofort, dass der nicht mehr alle Tasten im Schrank hat. Bei den komplexeren Sachen wird es dann schon schwieriger, abzuklopfen auf so eine Evaluation, die Sie da sehen, ob die wirklich stichhaltig ist oder nicht. Deswegen seien Sie da kritisch, wenn Sie das lesen. Scheuen Sie sich auch nicht. Auch gestandene Wissenschaftler machen da manchmal Fehler. Das kann durchaus auch mal unabsichtlich passieren. Und es gibt da draußen auch fiese Wissenschaftler, die machen Fehler mit Absicht. Und Ihre Aufgabe wird es später sein, die dann entsprechend darauf hinzuweisen. Okay, damit genug für heute.